Eine weitere Runde, 3 Euro mit, meine Damen und Herren. Und der Finger der Auswahl startet und dreht sich. Oh nein, er fällt auf die Erde. Auf. Moment. Ich bin zu dumm für ein iPad. Mit Gefühl. Ja, mit Gefühl. Ja. Clay Jam. So. Diese Welt muss gerettet werden, mein Freund. Es ist eine App, die gratis ist, die man erstmal für komplett umme runterladen kann und die euch dann höchstwahrscheinlich, das werden wir jetzt live testen, so süchtig macht, dass ihr 400 Euro ausgibt. Möglich, vielleicht aber auch nicht. Denn? Ja, denn es hat meiner Ansicht nach etwas, wo man gerne für zahlt, was auch ein bisschen unterrepräsentiert ist in der Welt der Spiele, nämlich Claymation, also Animation aus Knete, ist deswegen unterrepräsentiert, weil es arschviel Arbeit ist und wahrscheinlich mehr Arbeit, als irgendwas schnell in Paint zu malen. Aber es sieht halt auch, wenn man es mal sieht, es sieht einfach geil aus. Es sieht einfach so aus, ja, wie man sich das früher als Kind vorgestellt hat, wenn man selbst was geknetet hat. In meiner Fantasie sah es dann so aus. Ja, so, es gibt, gut. Es ist ja auf jeden Fall gut. Es stimmt eigentlich, so viel Clay gibt es gar nicht mehr. Also, weder in da gibt es nichts mehr. The Neverhood ist so ein uraltes Adventure mit Knete. Dann gibt es Skull Monkeys. Clay Fighter kennt ihr noch. Clay Fighter. Und da wird es echt schon eng. Das ist es dann nämlich schon langsam. zumindest an den populären Spielen. Ja. Da fragt man sich natürlich umso mehr, lohnt sich das? Für eine App. Ich weiß so nicht. All dieser Aufwand. Vielleicht ist es ja auch nicht wirklich Knete, sondern es ist nur, sag ich aus mal, wie Knete, geschickt so gemalt. Ja, mit Sicherheit. Ich weiß nicht, trotzdem, ist es nicht eigentlich einfacher, mit Knete einfach den Titel schnell zu machen, so wie wir es eben gesehen haben, einfach ein paar Kreise aus Knete in der Mitte, weißt du, also den Titel und fertig. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich, das sind zwei Bilder. Das sind ja nur im Prinzip herangesetzte Frames. Ja, das ist schon geil, ey. Ja, also unsere Aufgabe, ich habe überhaupt nicht aufgepasst, was jetzt gerade im Intro passiert ist. Ich weiß nur, dass der Stil mir sehr gut gefällt. Ja, wir sollen einfach alle kaputt machen. Kann man nicht wegklicken? Retten wir Knete. Man kann es beschleunigen. Ja, ich habe jetzt erstmal... So, kneten. Knete. Kneten. Kneten, alles klar. Hier baust du die Hügel neu auf und was, Nudel? Deins? Nudel? Hügel freischalten. Was? Aha. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aha. Bartes Bluff, Nudel? Was ist mit Nudel? Ja, du kannst aus der Nudel was kneten. Du kennst es doch, man hat dann seine Nudel, ach, Nudel. Und knetet aus der Nudel seine Tiere. Okay, also ich glaube, warte mal, ich knete jetzt einfach mal. So, ich habe jetzt eine Nudel. Und jetzt? So, das habe ich jetzt gekauft. Okay, Bart ist bluff. Ich weiß es nicht, drück einfach mal. Durch das Zerquetschen von Sachen bekommst du Knete, okay. Okay, alles klar, so also muss man irgendwie Knete einsammeln. Aber hier, der Ladevorgang, wie geil alle. Ist der Ladevorgang? Ja, hier war auch gerade ein lustiger Charakter überall. Okay, male mit deinem Finger Furchen in den Boden. Sieht einfach schön aus. Ja. Ah. Ach geil, okay, alles klar. Du machst also den Weg für den Knetball und sammelst dadurch die anderen auf. Ja, scheinbar ja, wenn ich es in Maschine schaffe. Jawohl. Na gut. Okay, das finde ich schon mal lustig. Also. Ja, da habe ich jetzt irgendwie auch nicht mit gerechnet. Ich hätte jetzt eher mit einem Jump'n'Run oder irgendwas in der Art gerechnet. Das ist aber, super. Das ist super. Der wird logischerweise auch immer größer, keine Ahnung. Kopf schon. Ah, das heißt, mit dem riesen Knete kann man sich dann andere Sachen bauen. Mit dem riesen Haufen Knete. Was ist das hier oben? Ich will den noch. So, kann ich wieder zurück? Kannst du scheinbar auch zurück, oder? Ja, das ist irgendwas Großes. Oh nein, das weg, ist weg, weg. Die Todeswand der Knete. Okay, Schubzone. Nein, weg. Okay. Ja. was zur Hölle ist da los, ey? Sehr gut. So, Distanz. 58 Meter. Es ist eine Kombination aus diversen kleinen Spielen, wenn ich das so richtig sehe, und alles aus Knete. Ja. Und der Budi hat das Spiel gewonnen. Ja, das Spiel ist vorbei. So, und jetzt Artikel neu. Hier erstellen, weitermachen. Ich drücke einfach mal auf Weiter. Ja, immer weiter kneten. Willst du jetzt mal, Simon? Ich frage mich, wo hier das Geschäftsmodell ist. Weil natürlich ist auch hier wieder irgendwo der kleine Haken aus Knete, der einem die Kohle dann abzieht. Was mich bei so Spielen auch aber nicht wundert, weil ich meine, ich will ja auch, sowas will ich ja eigentlich auch bezahlen. Ups, ja, jetzt habe ich ja echt scheiße gemacht. Ich meine, ist ja klar, dass die ganze Grafik und die Liebe hier zum Detail, die kommt ja auch nicht von nichts. Also nee, ich meine, muss dafür ja auch bezahlt werden, Leute. Ihr jungen Leute mit eurer Internet-Kostenlos-Mentalität. Ist doch so. Ja, ist auch so. Ihr seid verdammt nochmal für alles Leid in der Internetwelt verantwortlich, weil ihr nicht bezahlen wollt. Denkt mal an Kim Schmitz. Naja, wie soll der denn bitte seine Yacht mieten? Aber die Zuschauer, die das Video hier sehen, die wissen ja auf jeden Fall, die haben ja schon bezahlt, sonst könnten sie das Video nicht sehen. Das sind, die sind die guten Menschen. Ja. Na gut, okay, ihr seid hier dieser Typ. So. Fliege weg. Und wir 58, schießen euch... Alter, Simon, was ist los? 75 Meter nach rechts. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt hast du auf hier nächstes Machtspiel. Okay. Machtspiel gewonnen, aktiviere es beim nächsten Mal. Okay, Machtspiel. Dann aktiviere ich das mal. Kann ich das aktivieren? Ich drücke. Rechts unten weiter irgendwie. Na gut. So, und jetzt? Bartys Bluff. Jetzt toll. Da, Machtspiele, diese Art Tasche aktivieren.
Was war das? Alter, du hast... Alter. Naja, ich bin jetzt halt ein bisschen... Ich bin gelb geworden und größer. Na gut, okay, ich glaube, es geht ja am Ende darum... Das Tracking von meinem Finger funktioniert aber noch nicht perfekt, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich liegt das an deinem Finger, nicht am Spiel. Ja, ich denke auch. Zweifel ist, fehlerfrei. Zweifel den Finger zurückgeben. Ja. So. Oh, man kann auch wieder Sachen zurücknehmen, falls man der Meinung war, das war jetzt kein guter Weg. Sehr schön. Oh, jetzt komm, nehme ich die beiden noch. Und jetzt. Du. Aber sowas von, was könnte ich kriegen? Hardcore. Dam, 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 dam. Alter, schaffst du die 100? Ja, easy. Ja! Okay. Hab ich Gott 110 Meter weit geschossen. Knetgott. Da wird sich meine Mutter freuen. Ja. Es gibt auf jeden Fall irgendeine Knetwährung, wie man hier sieht. Da haben wir jetzt, wie viel von hier? 89. Ja, davon einiges eingesammelt. Aber jetzt wird es langsam langweilig, wenn das nun alles ist, meine Damen und Herren. Dann zahle ich da nicht für. Ich gucke mal auf den, da siehst du, man kann ein mittleres Knetpaket kaufen. Ja. 100.000 gigantisches Knetpaket für 45 Euro. Aber guck mal, wie die früher hier, das kenne ich noch, wie die so auch, diese kleinen Würste und dann hingen sie immer zusammen, man musste sie abziehen. Auch schön. Ich weiß nur nicht genau, wie das jetzt hier funktionieren soll in diesem Spiel. Auf jeden Fall 45 Euro, vielleicht müssen wir das Format ändern. Wir kaufen doch jetzt nicht Geld. Nein. Also ich meine, wir kaufen doch jetzt nicht für Geld hier Knete, die nicht mal echt ist. Nee. Nein. Hier aber Hügel ausbauen, das mache ich doch mal jetzt. Einfach so. Was heißt denn Hügel ausbauen? Ja, weiß ich nicht. Hier, Kneten, ich weiß nicht. Ich habe auf die rote Nase gedrückt und er kotzt irgendeinen Hügel aus. So. Und nur? Zeckenbob. Nee. Doch. Ach, warum kannst du den jetzt eben gegen mich? Bau mal weiter aus. Auch den Hügel ausbauen. Ja, dann können wir wahrscheinlich die Bärenfratze bauen. Boah, die Bärenfratze, ey, die checken wir mal ab. So, ich habe aber nur noch 19... Jetzt haben wir kein Geld mehr, ja. Nee. Na toll. Naja, aber der Hügel ist ausgebaut. Was machen wir jetzt damit? Ja, wahrscheinlich müssen wir wieder zurück in das normale Spiel und dann tauchen da die Viecher auf. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, einmal noch. Wollte ich gerade sagen, einmal noch, mal gucken, was da passiert, aber ich erwarte nicht mehr so viel. Du kannst ja sogar die Schilder einsammeln. Nee. Okay, mein Tracking funktioniert auch nicht so gut. Ja, aber immerhin, du saugst ja schon alles ein, aber die hauen ja auch ab. Oh, da kann er nicht entkommen. Rückwärts. Hier war noch einer. Da, jawohl. Ja. Süß, ne? Kleine... Was, noch andere Farben oder was ist das? Nee, das ist eine Wand wahrscheinlich. Ist eine Wand? Eine Begrenzung. Da ist irgendwie so ein hier, das habe ich doch gekauft. Was bedeutet das? Ja, erstmal genau drumherum. So, und jetzt? Kann ich da rein? Naja, also, oder? Du kannst die wahrscheinlich erst ab einer gewissen Größe oder so, kannst du die aufrollen. Ach ja, wahrscheinlich. Na toll. Hast du schön Scheiße gebaut, ja. Und was jetzt? Mit denen? Und jetzt? Nee, auch nicht. 16? Vielleicht geht es auch nicht. Ah! 15? Was soll denn das? Du machst alles kaputt, du verlierst ständig Knete. Ich weiß auch nicht, warum. Ey, was ist denn hier los? Oh, jetzt kommen hier aber ganz viele Ausrufezeichen gerade. Ich weiß, was ist das denn jetzt? Kann man da auch nicht gegen? Ey, das ist doch, ja, ich habe das Spielprinzip nicht verstanden. Nee, ich glaube, es ist wirklich im Moment ich muss diese anderen Viecher abgreifen und... Darfst nicht. Die haben eine gewisse Wertigkeit scheinbar. Ja, genau das, was du so Katamari-Style... Ah, was du die ganze Zeit machst, darfst du nicht. Ich, yeah! So, und jetzt? Ja, toll. Komm, nimm den noch mit. Und jetzt? So. Weg da, hey, weg, hey. 90. Das war lächerlich. Ja, das war wirklich lächerlich. Naja. Wir stellen fest, Simon Kretschmer, er hat wieder mal gewonnen und verdient einen langsamen, aufmunternden, nicht sarkastisch gemeinten Applaus. Wir hatten ja schon bessere Spiele vom Spielinhalt. Ja. Aber die Optik ist schön. Die Optik ist geil. Macht Spaß. Ich bin gespannt, ob das Spielprinzip irgendwie... Das ist halt so ein Mix irgendwie. Letztendlich ist es dann auch nur ein Tiny Wing irgendwie. Weißt du, oder halt so ein Distance-Gedöns von wegen, wie schnell kannst du... Den Tiny Wing nur von oben am Boden mit Rollen. Und Knete. Und Ball. Und Katamari. Die haben einfach alles geklaut. Es ist eigentlich eher Katamari als Tiny Wings. Das Katamari trifft Tiny Wings. Katamari und dann später Angry Birds. Ja, natürlich. So einfach ist es. Es gibt nämlich eigentlich auch nur 3 verschiedene Spiele über Apps. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn ihr unsere Show hier genossen habt. Die große App-Show. 3 Euro mit. 3 Euro mit. Das war's auch wieder von der großen App-Show. 3 Euro mit. Schalten Sie auch demnächst wieder ein, wenn es heißt 3 Euro mit. Vielleicht ändern wir dann den Namen in gratis mit. Nein, 3 Euro mit, kostenlos. Wir haben schon wieder so kostenlos gezockt, Simon. Also wenn das so weitergeht, dann können wir uns auch das auszahlen. Ja, wollte ich gerade sagen. 1 Euro, 2 Euro. Jedes Mal 3 Euro. Das Lab-Kleinvieh macht auch Mist. Ja, 3 Euro ist auch. Also 3 Euro, da kriegt man ja... Komm, wir geben jetzt erstmal 14 Euro aus. Wir geben dein ganzes Geld jetzt aus. Hör auf jetzt. Ist doch auf deine Kindheit. Nein, hör auf jetzt. Okay, ich hätte gern. 45 Euro. Stopp. Der Button ist schon runtergedrückt. Geh weg jetzt. Hör auf. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Okay.
Puh. Tschüss. Lassen weiter einfach alles. Alter, für fucking 45 Euro Knete kaufen. Virtuelle Knete. Ja, wollen wir noch eine machen?